Und da wurden diese alten Leute und eben wieder alte Männer und Frauen wurde jung, die Haut wurde schön und die Jugend ist wieder und waren wieder zeugungsfähig. Und der Geschlechtsakt bis 100 Jahren Ist soll möglich, ne? funktionieren. Genau, richtig. Ja, es gab ja, da habe ich auch noch was versteckt, diese verschiedenen Wasserströmungen, das ist ganz herrlich. Ja, das auch, da habe ich wieder so ein Brunnenrohr aus Holz, Schrägschnitt. Und du kannst das Wasser, weil der Brunnen trocken ist, wieder raufholen. Das sind Eine diese Pumpe Edelsalze, sozusagen. metallhaltig, sind zuständig für einen Zellneubau. Ja, siehst du, was ich ungeheine Mengen gemacht habe. Diese großen Bohrer, wo wir die Holzrohre gebohrt haben, 8 Meter lang. Und das ist der Rauber, die haben selber diese Scheibe gedreht. Und sie bekamen von mir diese 4 mm starke Kappe. Die haben sie heute noch. Und ich sage, wenn ihr sowas macht, ich krieg gleich die nächste. Nein, habe ich nicht gekriegt, aber es ist interessant. Das sind die verseuchten Kartoffeln mit der AIDS-Krankheit. Die haben Edelkartoffeln wieder gezogen. Also ich kann in jedes Gebiet hineingehen ohne Vorbereitung. Das ist in mir drin, ich brauche mich nie vorbereiten für eine Rede. Nur stracks und ganz grob, weil so leicht, so wie Politiker schon reden, wird nicht mehr gehört. Nein, also, genau, da kommen wir schon langsam die beste dahinter. Reklame ist, wenn ich dir was sage, was dich ärgern muss. Genau, du Das ist hast die beste recht. Reklame. Du hast recht, weil dann macht man sich am meisten Und dann Gedanken. natürlich ein Konzept, aber ich bin leider kein Schreiber. War immer nur Praxismensch. Und das ist wieder das ist die U-Boot-Turbine. Wird eingesaugt und das Boot fliegt schneller unter dem Wasser als wie in der Luft. Das sind immer diese Leute, die da waren. Von der ganzen Welt sind Leute gekommen. Und natürlich da wieder so eine Winteraufnahme mit viel Schnee. Da ist am Dach um eine Schneewächte 2 Meter. Und das hat es ausgehalten. Naja, ich hatte schon eine. Und dann natürlich wieder meine Edel. Da war ein Hamburger da mit 80 Jahren, haben sie gebraucht, nach Hause fahren, waren die Lähmungen weg. Und dann ist er wieder wo runtergestürzt. Und jetzt habe ich, er dürfte schon lange verstorben sein. Ja, da wieder meine in der Werkstatt unten. Jetzt ist alles. Da gibt es einen anderen Heizapparat. Und das sind die Doppelmembrane und hier Spiegeln. Da wurden die Strahlen verspiegelt, trafen. Und hier eine Glühlampe mit einer Erdung. Und die hat gebrannt. Ja! Mit der Luftströmung. Aha. Und das ist wieder die Grund aus Aluminium. Das ist auch eine Turbine, aber eine außen. Und da wieder der Fisch. Da wieder die. Oh! Das die Original-Turbine ist ja bei New York das da. Ist die kam aus ist Amerika wieder, wieder zurück. Haben Sie die mittlerweile mal auf mehr als 30.000 Umdrehungen gebracht? Nein, oder nein, trauen Sie sich Sie immer nicht. Noch nicht? Trauen Sie sich nicht. Und da gab es diese Eiversuche mit dem Faden. Nur das Ei, das bleibt in der Mitte. Ja. Alles andere, wenn es nicht Eifer, wird ausgespult. Und immer wenn es regnet, läuft das Wasser nie gerade heran, immer gleich so. Immer meandermäßig. Ja, weil es rollt. Das haben wir auch wieder, das sind Großaufnahmen. Und da ist wieder der Antrieb von der alten Turbine, dieser Kegelantrieb. Ja. Und das war schwere Ausführung. Und lauter Kriegsmaterial haben sie nach dem Krieg gehabt. Die wurde nach, also Abfallmaterial vom Militär haben sie genommen. Das habe ich erst alles in Jörg Schauberger erklärt. Und das kennst du ja, habe ich dir gegeben, ein kleineres Foto. Das ist alles noch in Südamerika, in Amerika drin. Der Großfabriksbesitzer war jung und hat das alles mitgekriegt. Und nein, das Gewicht, das soll da bleiben. Machen aber nichts mehr. Das ist schade.
Da warten sie auch auf ihre Zeit, wa? Und natürlich habe ich die Bücher immer hergelegt. Das war die originale Postkarte, wie mir der Victor geschrieben hat. Wenn er Besuch bekommen, dann musste ich immer gleich antworten, ich komme. Ich habe mit meinem Chef schon ausgemacht gehabt, wenn mich der Schauberger braucht, muss ich losfahren. Aha. Er war immer überpünktlich. Aha. Das ist auch ein Brief von Victor, Originalbrief. Und das ist die schwere Ausführung. Die waren ja 150 Kilo schwer. Ja, ordentlich. So, jetzt hast du genug gesehen. Boah,